BSTV, Videos aus der Region. Sehr gute Arbeit. Sagen Sie mal, war der Belag ist ja. Ja, nach fast 23 Jahren, so alt ist wohl die Brücke, wird es endlich wahr. Wir haben schon lange drauf gewartet. Jetzt fährt es natürlich hier wunderbar. Und das Fahrradfahren wird umso viel mehr Spaß machen, weil man jetzt auch sich wesentlich mehr Gebiete erschließen kann mit dem Fahrrad. Das freut einen. Und natürlich, diese Umleitungsmisere ist jetzt auch vorbei. Alle sind glücklich und der Ärger wird bald vergessen sein. Also, ich freue mich, dass nach 20 Jahren endlich diese wichtige Verbindung geschaffen wurde und hoffe, dass bald auch an dem Flughafentunnel, der jetzt auch schon seit 15 Jahren für den Radverkehr nur eine mangelhafte Lösung mit einem 1 Meter breiten Radweg anbietet, auch bald eine Lösung gefunden wird. Also für uns ist es ein sehr schönes Projekt, weil das eine Verbindung ist, wo man nicht durch das Tal fahren muss. Und wenn man kein Pedelec hat, dann hat man einfach nicht diese Verbindung und muss mit der eigenen Muskelkraft fahren. Von daher ist es eine wunderbare Verbindung zwischen den Filderkommunen und auch bei uns bis ins Schulzentrum. Das heißt, es wird auch ein Schulweg werden. Und von daher eine Ergänzung des Radwegenetzes, ohne die Steigung zu nutzen. Von daher, ich bin heute Morgen schon hierher gekommen über den Weg und ja, es war sehr bequem und ich kam mit meinem ganz normalen Fahrrad und ich werde den Weg öfters nutzen. Und ich denke, diese Unruhen in der Bevölkerung, die werden sich sicherlich sehr schnell widerlegen, wenn dann der ein oder andere den Fahrradweg auch nutzen wird. ESTV, Videos aus der Region.